Das ist immer das Schönste, ein Objekt zu kaufen und dann anfangen, die Sachen, die Mieten zu optimieren. Und da gibt es zwei schnelle Tricks, wirklich Tricks, die euch eine Rendite bringen, die könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Die sieht man manchmal nicht, weil sie gar nicht so nah sind. Erstens, vielleicht blendet jemand kurz die Folie an, könnt ihr in eine Wohnung eine Küche reinbauen. Eine ordentliche Küche mit ordentlichen E-Geräten kostet in etwa, gehen wir davon aus, 4.500 €. Jetzt hoffe ich nicht, dass ein guter Küchenverkäufer ist und mich dann jetzt jagt und sagt, das kriegst du keine Qualität. Aber glaubt mir, für 4.500 € bekommst du eine ordentliche Küche. Was kann ich pro Quadratmeter mehr? Der Lukas wackelt mit dem Kopf, der glaubt mir nicht. Es muss keine Bulltop-Küche sein, lieber Lukas. Es gibt auch ordentliche Küchen bei Poco und bei IKEA, die funktionieren. Aber ordentliche E-Geräte sollten es sein. Also, was kann ich für eine Küche pro Monat verlangen an Miete? Ich nehme deutlich mehr als 50 €, aber ich habe hier einfach mal das Beispiel genommen. 50 € mal 12 sind 600 € Miete mehr. Und wisst ihr, was der schöne Trick, wenn ich eine Küche reinmache, ist eine Teilmöblierung. Bei einer Teilmöblierung ist mein Miet, bin ich nicht mehr an den Mietpreisspiegel gebunden. Wenn diejenigen sofort kommen und sagen, oh, du bist über den Mietpreisspiegel und dann hast du einen Mieter, mit dem du nachher Stress hast, kannst du sagen, ist eine Teilmöblierung, kannst du über den Mietpreisspiegel gehen, kannst du für deine Küche mindestens 50 €. Ist eine Verzinsung von 4.500 €, 600 € pro Jahr, ergibt summa summarum 13,5%. Tun wir ein bisschen zurück, 3,5%, bleiben mindestens noch 10% Verzinsung, zusätzliches Verzinsung meines 4.500 €. Ist eine gute Rendite. So, zusätzlich, wie man sofort seine Miete verbessern kann. Das ist ein ganz kleiner Trick. Oder sogar teilweise noch mehr. Der zweite ist die Boden, Türen, Wände und Bad. Wenn ihr einen guten Handwerksbetrieb habt, die mit in der mittleren Qualität sind, zahlt ihr die Türen. Und jetzt sage ich euch einen Trick: Ihr müsst die Türen nicht austauschen. Ihr könnt die ummanteln. Dann gibt es einen Kunststoff, gibt es Experten für im Internet, die ummanteln diese Türen, die sehen aus wie neu. Und das Gute ist, diese Türen, die kriegt ihr nicht kaputt. Da könnt ihr dran reißen mit einem Messer und so. Und wenn kleine Kinder in der Wohnung sind, wenn die dagegen fahren, da entstehen keine Beulen, keine Risse, weil das so ein starker Kunststoff ist, die übermantelt werden, diese Türen. Und die sehen aus wie neu. Die sehen sofort aus wie neu. Super toll. Kostet so vier, fünf Türen zum Manteln und so weiter knapp 1.100 €, 1.200 €. Mache ich einen Boden? Ich empfehle immer Laminatboden, weil der ist belastbar und der ist mittlerweile in der Qualität so gut. Kostet in etwa ein bisschen Wände, Bad renovieren, in etwa bist du bei 5.000 €. Mietpreis. Wenn ich eine renovierte Wohnung ins Netz stelle, habe ich sofort 100 € mehr Miete pro Monat. Sofort. Das sind dann zwischen 80 Cent und 1,50 €, je nachdem, kannst du sofort mehr Miete bekommen. Das heißt, ich habe nochmal eine zusätzliche Verzinsung von 1.200 € und ich mache wieder ein bisschen Rücklagen für die Instandhaltung, wenn was kaputt geht und so weiter, bleiben netto vielleicht 1.000 €. Also knapp 20% habe ich wieder eine zusätzliche Rendite auf mein eingesetztes Kapital. Nur durch zwei kleine Tricks. Weil wie viele Mieter sind so dankbar, wenn ich denen sage, soll ich dir in eine Küche reinnehmen? Kannst du mieten, brauchst du nicht kaufen. Sind viele total dankbar. Da sind wirklich viele Mieter sehr, sehr dankbar für. Und deswegen mache ich das mittlerweile in allen Wohnungen. Ich tue die immer kernsanieren, weil der Eindruck ist ein ganz anderer, wenn die Menschen da reinkommen. Und das ist so das Thema, wo ich immer sage, nimmt diese kleinen Investitionen, 10.000 €, vielleicht ein bisschen mehr in die Hand, aber ihr habt zusätzlich verzinstes Kapital, was wirklich noch zusätzlich für euch arbeitet. Ihr müsst immer lernen, Geld arbeitet 24 mal 7. Ihr tauscht hier nicht Zeit gegen Geld, sondern Geld arbeitet für euch. Da bezahlt jemand anders euch. Das müsst in euren Kopf rein. Hier arbeitet Geld für euch. Hier arbeitet eine Hebelwirkung und das Geld arbeitet für euch.